Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Der letzte Part, der hat mich verrückt gemacht mit Tainted Eve. Also heute müssen wir was Entspanntes machen. Es wird nicht entspannt, aber wir machen es trotzdem. Wir machen es trotzdem. Aua. Ich muss ja im Prinzip nur einen von den beiden stark kriegen. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch wieder ein paar Tage her, seit ich ihn das letzte Mal gespielt habe. Und ich bin gleich tot. Egal, nicht aufgeben. Es kann noch ein guter Run werden. Gott. Wie viel Schaden ich jetzt schon am Anfang bekommen habe. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir den Play-Doh-Cookie doch einfach mal mit. Okay. Wir gehen mit ihm zu Mother. Und gucken einfach mal, ob wir es schaffen, Mother zu besiegen. Boah, Blanket. Ich werde nicht genug Geld kriegen. Ich werde nicht genug Geld zusammenkriegen. Ich habe auch keine Bombe bis jetzt. Woran erkennt man, ob die fliegen oder Bomben droppen? Woran erkennt man das? Oh, stark. Stark. Okay, das ist stark. Ich bin zwar fast tot, aber das kann alles noch gut werden. Wir dürfen nur nicht vom Boss getroffen werden. Alles klar, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Okay. Nice. Ich meine, es ist noch nicht vorbei. Die kleinen Viecher können mich immer noch töten. Jetzt muss ich in diese ekelhafte Ebene rein. Eigentlich wollte ich das Boss-Item mit ihm nicht aufheben, aber ich bin aus Versehen reingelaufen. Eigentlich wollte ich Switchy Switch machen. Ich habe eine Bombe. Boah, Secret Room. Gute Frage. Nee. Wir nehmen den Tinted Rock einfach mit. Ist zwar schön und gut, dass ich jetzt Small Rock bekommen habe.
aber ich hätte lieber ein Soul Heart daraus gehabt. Das hätte mir jetzt im Endeffekt mehr gebracht. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Okay. Weiß ich nicht, ob ich mich da jetzt drüber freuen soll. Ein Solar hat. Nein, ach. Ich vergesse es immer, dass der switcht. Ich denke da einfach nicht dran. Secret Room, komm schon. Scheiße. Ich bin ehrlich, das läuft nicht gut gerade. Das läuft halt so gar nicht gut. Und ich bin tot. Oh mein Gott. Wenn ich da jetzt reingehe und keine Herzen bekomme und dann... Okay, Guppies Paw ist schon mal... Okay. Gut ist es halt gerade auch nicht, weil es mir nicht viel bringt. Ist das ekelhaft gerade. Jo. Und dann noch er. Und dann noch mit dem Char, der gar keinen Damage macht. Okay, komm, kriegen wir hin. Kriegen wir irgendwie geregelt. Ja, alles klar. Mhm. Meine Fresse. Ja, Tears Up kannst du gebrauchen. Okay. Jetzt sind beide einigermaßen stark. Ich meine, Death's Touch kann man nicht drüber meckern. Das habe ich jetzt einfach nur gemacht,
Damit ich hier die Spectral Tears habe und fliegen kann. Und nicht direkt sterbe, wenn ich irgendwie in den Raum reingehe. Das werde ich jetzt gleich nochmal machen. Einfach nur, um ihn zu schützen. So, wir laden Flip mal erstmal auf, bevor wir da oben reingehen. Ich habe überhaupt gar keine Range, ne? Ach du Scheiße. Ja, mach mich noch groß. Dankeschön. Wie ekelhaft kann ein Raum sein? So, Flip ist auf jeden Fall aufgeladen. Will ich vielleicht doch erstmal den Boss machen? Scheiße. Krieg ich den als Lost? Krieg ich den als Lost gekillt? Eventuell, ne? Ich sehe es nicht, was da drin ist. Ich sehe es nicht. Und ich habe keine. Ich habe keine Bomben für die Tür. Es läuft ja super. Ja gut, wenn ich keine Bomben bekomme, dann gehen wir zu Beast. Ene mene mu und ich nehme dich. Ich hätte Flip machen können. Aber ich komme in dem einen Raum noch an die Kiste dran. Und in der Kiste können Bomben sein. Okay, eine Bombe. Kannst du den... Dankeschön. Okay. Was machen wir noch? Wir können rein, theoretisch. Ne, können wir nicht rein. Aber wir können in den Cursed Room gehen. So, jetzt können wir uns noch die Kiste da vor dem Bossraum holen und verdammte Scheiße, ist der langsam. Mit dem brauche ich auf jeden Fall irgendwie ein Speed-Up. Es geht ja gar nicht. Okay. Spiegel. Ich muss in den Spiegel. Okay, das war gut. Das ist nicht so gut.
Ein HP ab. Warum ist der andere eigentlich kein Geist? Jetzt habe ich das Problem, dass der andere halb tot ist. Ich hoffe, der andere bleibt jetzt ein Geist. Nee, bleibt er noch? Doch, bleibt er. Okay. Ja, nehmen wir mit. Ist okay. Hilft mir jetzt nicht sehr viel, aber ist schon in Ordnung. Ich könnte ein Range-Up mit dem gebrauchen. Wir schauen mal. Schade, keine Reroll-Maschine. Weg. Okay, rein da. Oh mein Gott. Okay, ich habe ihn fast. Ich habe ihn fast. Alles gut. Ja. Kann man mit leben. Mit ihm hier würde ich auch lieber gegen Mother kämpfen. Weil er halt auch die Shield Tears hat, ne? Okay. Kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Bombe Nummer 1. Bombe Nummer 2. Rein da. Interessant. Interessant. Ich sterbe jetzt gleich. Schon Zahl aus. Ach, du bist doch so dreckig, ey. Fuck. Ah, warum renne ich da auch hoch? Ich bin so dumm. Anstatt, dass ich einfach noch mal eine Sekunde warte. Einfach nur eine Sekunde warten.
Dann hätte ich das safe lang gehen können, ohne dass ich Schaden bekomme. Aber nein. Ich kann ja nicht warten. Ich bin ja ein Ungeduldiger. Ja, ist okay. Schauen wir mal, was wir hier noch so rausholen können. Stark. Stark, stark, stark. Ja, nehmen wir mit. Was machen wir jetzt? Holen wir uns die goldene Kiste? Wir holen uns die goldene Kiste. Ich habe die jetzt da gespawnt, um die gleich mit dem anderen mitzunehmen. Weil der andere weniger Leben hat, glaube ich. Beziehungsweise, damit der andere wenigstens eine Soul Art hat. Und ich mir den Deal nicht versaue. Ja. Ist natürlich blöd jetzt, ne? Ich habe keinen Schlüssel, ich habe nichts. Schade, dass ich den Sacrifice Room nicht spielen kann. Ja, wow. Boah, ich habe schon wieder komplett vergessen, was im Shop war. Two of Spades. Kriege ich 15 Cent zusammen? Ich meine, so ganz verstanden habe ich es nicht. Einer ist dann ein Geist und fliegt dann da rum oder so. Fuck.
Jetzt nicht ernsthaft, ey. Schon wieder Two of Spades. Fuck, ich hätte Birthright so gerne mitgenommen. Der gibt mir nichts. Scheiße. Das hätte ich gerne gesehen. Was stand da? Der eine von denen wird dann zu so einem Geist, der neben dem anderen herfliegt und irgendwie 25% des Damage irgendwie austeilt oder so. Oder nur 25%. Aha. Boah, ich hätte es zu gerne gesehen. Ach, da stand einer direkt neben mir. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja noch zu sehen. Im nächsten Run. Ich werde wahrscheinlich eh gleich sterben. Der hier macht keinen Damage und der hat keine Leben. Ey, super. Komm, wir rennen einfach rein. Hier. Und ich bin tot. Jetzt weiß ich, warum ich ihn nicht gespielt habe. Jetzt weiß ich, warum ich ihn aufgeschoben habe. Er ist nämlich ekelhaft. Er ist so richtig ekelhaft. Komm, gib mir eine Bombe und gib mir Birthright. Einfach mal vorbereiten. Vielleicht kriege ich ja noch genug Herzen, dass wir da irgendwie was rausholen können. Den Raum sollte man schaffen. Auch wenn man kaum Leben hat. Den Raum sollte man hinkriegen, irgendwie. Auch ich als Movement-Krüppel sollte den Raum irgendwie schaffen können. Irgendwelche Münzen hier. Ein halbes Herz, das ist schon mal gut. Das Herz kann ich gleich mitnehmen.
gehen mal oben rein. Wir gehen noch mal oben zum Sacrifice Room. Es wäre halt cool, wenn ich durch den Sacrifice Room jetzt irgendwie ein Angel Deal Item oder so kriege. Okay, und dahinter ist nur dieses komische Kreuz. Ist okay. Das brauche ich nicht um. Wäre halt schön, aber ich krieg's eh nicht aufgeladen. Schade. Ein Versuch war es wert, dass da eventuell noch ein Angel Deal Item spawnt. Und dann wäre ich froh gewesen, wenn Flip aufgeladen ist. Aber wir haben schon gut was auf der ersten Ebene jetzt rausgeholt. Lazarus Rex halt auch endlich mal nützlich. Gott. Okay. Weiter. Ist ein besserer Start. Also ist kein grandioser Start, aber ist besser als bei den anderen beiden Runs. Ja, nimm du das mal mit. Nicht, dass wir den Deal noch verlieren. Genau wegen solchen Räumen. Zwei goldene Haufen. Ich komme da nicht dran, ey. Keine Range. Einfach keine Range mit dem.
Okay. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an, was in der Kiste. Nee, komme ich gar nicht dran. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Ja, super. Aber egal, die Bombe kann man immer gut gebrauchen. Secret Room? Schade. Schade, schade, schade. Wenn Lazarus wiederbelebt wird durch Lazarus Rex, wie viel Leben oder wie viele Herzen hat er dann? Hat er nur ein Herz? Sind alle seine Herzen voll? Man weiß es nicht. Boah, ist das stark. Das ist geil. Mann. Secret Room. Okay, ich muss jetzt mal gucken. Eventuell spiele ich da in dem... Hier könnte ich mir noch ein Herz... Okay, wir spielen in dem Sacrifice Room. Ist zwar riskant... Ist zwar vielleicht dumm, ist... Jetzt haben wir schon mal eine 100%ige Angel Deal Chance. Solat hatte ich mitgenommen, naja. Bitte teleportier mich. Okay. Nicht das, was ich mir erhofft habe. Kann man aber trotzdem mit leben. Range up. Schade. Kein Soul Heart. Aber Range up ist schon mal gut. Das brauchte der eh. Jetzt habe ich das Problem, dass ich meinen Deal verlieren werde. Ich mache einen der großen Räume mit ihm.
Kein Crawl Space. Nichts. Okay. Also das Active Item, was ich bekommen habe, ist gar nicht so schlecht. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, hier ist der Secret Room. Okay, da ist der Secret Room, aber ich wurde rausgeportet. Bitte was Gutes. Das will ich haben. Okay. Ich brauche Bomben. Ich brauche ganz dringend Bomben. Nice. Auch nice. Aber ich brauche noch mehr Bomben rein theoretisch. Okay, stark. Stark für beide, bin ich ganz ehrlich. Das wäre halt auch gut. Ich krieg's rein theoretisch auch noch aufgeladen. Ich krieg Flip noch aufgeladen irgendwie. Notfalls in der anderen Ebene. Jetzt muss ich mit ihm aber aufpassen. Aber wir können uns das Soul Heart mit ihm kaufen. Boah, ist das stark. Das kaufen wir auch noch. Ja, jetzt machen wir erstmal den Boss. Dann gehen wir in die andere Ebene. Alles gut. Alles läuft gut. So. Jetzt gehen wir in die andere Ebene. Auf der anderen Ebene lädt sich Flip auf. Und dann können wir im Shop noch die Items mitnehmen.
Er ist halt stark mit seinen Gifttränen und Crickets Buddy und so. Er ist halt wirklich stark. Da haben wir die Bombe, die wir brauchen. Naja, das ist die schlechte Schere, glaube ich. Es war, glaube ich, die schlechte Schere. Weil es gibt eine gute Schere und es gibt eine schlechte Schere. Die gute Schere ist, wenn der Körper durch die Gegend rennt. Die schlechte ist, wenn er es nicht tut. Bombs Akis. Ist okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir gehen jetzt mal eben kurz da oben einen der kleinen Räume machen, weil ich mit dem anderen Lazarus den Boss machen will. Wäre ja einfach nur sinnvoll. Hier oben war, glaube ich, nichts. Bin so dumm. Raus hier. Ich bin so dumm. Wenn ich den Raum gemacht hätte, dann wäre ich doch wieder der falsche Lazarus gewesen. Bomben habe ich noch genug. Ich brauche nur noch eine Bombe für die Tür. Erstmal den Boss machen. Das ist gut. Kriegt er auch mal ein paar Herzen. Okay. Ich bin sehr zuversichtlich. Er mit seinem Laser macht halt auch echt guten Damage. Und er kann schön auf Range gehen. Ach. Komme ich hier nicht raus, ne? Wo war denn das dumme Feuer? So. Boah, ich habe Angst vor den Minen. Die Minen können noch mal so richtig mies werden. Dann nehme ich Humbling Bundle. Dann nehme ich das und dann nehme ich das. Siehste? Er kriegt langsam auch seine Herzen wieder. Ja, wir gehen einfach weiter. Einer. Ashpit. Natürlich. Sogar Ashpit XL. Wir lassen uns nicht lumpen. Wenn schon scheiße, dann richtig scheiße, ne?
So, du nimmst bitte das Trinket mit. Jungens, macht doch nicht so was. Ich bitte euch. So. Sollten wir eigentlich easy hinkriegen, oder? Sehe ich jetzt nicht so Probleme an dem Challenge Room. Easy. Okay. Wir können alle Türen aufmachen. Wir haben den goldenen Schlüssel. Heißt, wir machen das hier mal auf. Die Herzen hebe ich mir auf. Die kriegt der andere gleich. Das hebe ich mir auf. Hammer. Komm, nehmen wir mit. Der Meat Boy ist hilfreich. Der Meat Boy ist ein hilfreicher Begleiter. Ist schon okay, dass ich den Meat Boy mitnehme. Ich krieg die Herzen schon wieder. Da sollte ich mir jetzt nicht so Gedanken machen. So. Schauen jetzt gleich erstmal in den anderen Goldraum. Aber erstmal will ich das Herz hier haben. Okay, dann sind wir doch erstmal wieder im Spiel. So, was sagt denn der Goldraum hier? Oh, ey, keine Ahnung. Wir machen erstmal den Boss.
gucken, was beim Boss so für Items sind. Also beim Deal. Ey, der hat meinen Meat Boy außer Gefecht gesetzt. Aua, du Drecksack. Au. Au. Ich glaube, so viel Schaden habe ich bei dem Boss noch nie bekommen. So, was willst du denn? Du würdest dich eigentlich über beides freuen. Wir nehmen auch mal das mit. So. Guppies Hairball. Ist halt alles scheiße, ne? So, dann ist die Tür auch schon mal auf. Ja, die Feuerrate sieht doch schon wieder viel schöner aus. So. Was haben wir denn noch Schönes? Okay, ich kann im Prinzip beide Goldräume switchen. Okay. Weiß ich ja nicht. Wir nehmen dich mal mit. Jetzt holen wir uns die Items aus dem anderen Goldraum. Dann machen wir da oben den Part mit Mother. Und dann geht's weiter. Ja, ja. Könnte mir gefallen. Das Auge ist cool. Boah, bin ich lange dran an diesem Run. Das dauert mit den beiden halt auch. Ich weiß gar nicht, wie ich Boss Rush und sowas mit denen geschafft habe. Da muss ich ja übelst Glück gehabt haben und wie ein Bekloppter durchgerannt. Es ist ja... So, gib mir das. Wäre natürlich auf eine Art und Weise auch cool, wenn ich das Buch tauschen könnte, dass er hier mal ein paar Herzen dazu bekommt, ne? Thank you.
Renn. Okay. Dann können wir weiter. Endlich. Komm schon. Jetzt. Shop. Birthright. Komm schon. Tu es, Spiel. Tu es einfach. Einfach mal gönnen. Scheiße. Das war auch schon gut. Einfach mal ein paar Herzen bekommen. Nee, Curse of the Maze will ich nicht. Das Buch will ich noch nicht benutzen. Sonst kommt so ein komischer Reißer, auf den ich keine Lust habe. Yay. Komm schon, Spiel. Gönn einfach mal ein paar gute Sachen. Warten wir noch mit. Ich muss erstmal in den Shop. Ich muss erstmal in den Shop. Es wäre halt einfach so genial, wenn ich jetzt Birthright kriege. Ach, du kannst auch. Okay, alles klar. Der letzte Shop und dann ist Greed da drinne. Oh, Jungens. Können wir schon mal killen gehen.
So. Das ist doch schon mal nice. So, er braucht aber noch irgendwie ein bisschen mehr Damage. Er macht seinen Damage, aber... Nee. Er bräuchte sowas wie Spoonbänder, damit seine Laser immer treffen. Das wäre perfekt für den. Okay. Goldraum. Entscheidung treffen. Wow. Schlechte Entscheidung getroffen. Hätte ich mal das andere genommen. Weil, das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht gewesen. Was? Tinted Rock? Weil, das war, glaube ich, Rubber Zement, das andere. Und Rubber Zement wäre mit ihm hier ganz cool gewesen. Aber egal. Ich habe mich für das entschieden, was ich genommen habe. Ist halt so dann. Okay. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Deal oder sowas bekomme. Meine Fresse, war das knapp. Anderer Secret Room? Dann gehen wir weiter. Es kommt noch ein Shop. Ja, okay, konnte ich, glaube ich, benutzen. Ich glaube, hier auf der Ebene kommt kein Reiter. Ich weiß es aber auch nicht. Jetzt bin ich nicht aufgeladen. Jetzt habe ich Flip nicht aufgeladen. Das ist doch Bullshit, ist das doch. Und der sammelt hier schön die Herzen. Okay, was haben wir hier?
Falscher Knopf. Eine Bombe verschwendet, super. Och, ein Herz. Oh, dieses Active-Item. Mega gut. In Räumen mit mehreren Gegnern, mega. Oder wenn ein Boss viele Gegner spawnt, mega. So, da gehen wir noch nicht rein. Ja, stimmt. Mom kommt doch hier auf der Ebene. Hä? Wo sind denn mein Shop und so? Also langsam will ich meinen Shop haben. Ach, da seid ihr ja. Nehmen wir mit. Und er kriegt auch einfach die Psyfler. Ich glaub's ja nicht. Ich muss Flip auf jeden Fall aufgeladen haben, bevor ich runter zu Mother gehe. Damit ich dann während des Kampfes tauschen kann. Von ihm hier zum anderen zum Beispiel. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kämpfen. Jetzt tritt er auf einmal so viel. Okay, nice. Das ist nice. Mehr Damage ist auch nice. Da war ich schon drinne. Das ist scheiße. Kann ich nicht auch eine Psyfly haben? Und als Belohnung, weil der andere Moms hart gekillt hat, kriegt er ein Herz. Das ist super. Opfer dich fürs Team. Ich habe kein fully charged active item mit ihm. Bringt mir wahrscheinlich mehr als der Kackhaufen.
Das ist alles irgendwie unzufriedenstellend. Das stellt mich alles nicht zufrieden. Aua. Ich muss gucken, dass ich mit ihm irgendwie Herzen kriege. Nee. Wir nehmen dich mit. Ich muss gucken, dass ich Herzen mit ihm irgendwie bekomme. Bringt mir nichts. Wo soll ich es riskieren? Eigentlich nicht. Ich krieg die Herzen niemals wieder, ne? Ich muss ja schon ein paar Herzen opfern dafür. Und er verliert die ganze Zeit nur Herzen. Lazy Worm will ich nicht. Okay. Es bringt mir halt auch nichts, den Sacrifice Room zu machen. Bekommt ja nur er dann irgendwie was. Ich habe Switch nicht aufgeladen. Flip. Das heißt, selbst wenn dann Angel Deal Item spawnen würde, selbst wenn ich da irgendwie einen Deal kriegen würde, es wäre halt ein bisschen scheiße.
Ah, wir machen es. Scheiß drauf. Wir haben jetzt hier Herzen bekommen und alles. Shit drauf. Und wenn er dann dadurch irgendwie Godhead oder Sacred Heart bekommt, von mir aus. Ich habe gehofft, dass ich aus den Kisten da wenigstens noch irgendwie eine Batterie kriege, aber nichts. Wow. Ernsthaft. Für diesen dummen Speer. Dafür habe ich halt jetzt gemacht. Boah, das hat sich ja mal gar nicht gelohnt. Meine Karte wieder haben. HP ab. Nicht für dich. Okay, das liegt da. Boah, dann wird der aber noch langsamer, ne? Mies. Wenn ich das mit dem anderen mitnehme, dann ist der zu langsam. Kann ich nicht machen. Kann ich einfach nicht machen. Ich muss dran denken, dass im Secret Room die Karte liegt. Der braucht unbedingt Herzen. Ist halt nicht mehr schön, wie unbedingt der Herzen braucht. Aber er kriegt keine. Er kriegt einfach keine. Komm, Herzen. Gegner. Einfach nur Gegner. Yo. Och, endlich mal. Auch wenn es nur ein bisschen ist,
Da will ich noch nicht hin. Secret-Räume habe ich beide. Eigentlich okay, dass ich mit ihm anfange, oder? Ja, gut. Fuck. Es hat sich gelohnt. So, einen Moment. Kurz was getrunken. Dann wollen wir mal. Ich kann ihn ja sogar einmal sterben lassen. Rennen Sie rein, rennen Sie rein! Nice. Lazarus, du machst das. Du bist der King. Nummer sicher gehen. Er spawnt nur mit einem Herzen. Ja, jetzt muss der andere Lazarus das zu Ende bringen. Ich meine, wird er irgendwie schaffen. Aber er macht nicht den Damage, den sein Kollege macht. Aber er hat Psi-Fly. Und Psi-Fly wird mir den Arsch retten. Nice, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Boah, war das ein langer Run. Boah, hat das jetzt gedauert. Jetzt sind wir mit Lazarus auch fast fertig. Es fehlt nicht mehr viel, meine Freunde. Ja, und dann hier natürlich die paar Challenges. Und ja, natürlich er hier. Er kommt als i-Tüpfelchen, als Kirsche auf der Torte, kommt er am Ende. Aber gut. Das war's erstmal für heute. War lang genug heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Seid beim nächsten Part wieder mit dabei. Und ich sag bye bye.